Früher stand ich jeden Morgen um 4 Uhr auf, da ich sonst mit meinen Arbeiten nicht durchkam. Mein Mann hatte einen Unfall bei der Arbeit erlitten und kann seither nicht mehr arbeiten. Deshalb war ich alleine und ohne Geld für eine große Familie verantwortlich. Wir haben 9 Kinder, 3 leben noch bei uns. Außerdem wohnen unsere Schwiegertochter und ihre 6 Kinder bei uns. Die Gemeinde hat mich dazu ermuntert, an einem Projekt der Landwirtschaftsorganisation Agricol teilzunehmen. Ich habe eine Ausbildung in biologischer Landwirtschaft und in Geflügelzucht gemacht. Noch mehr als die Theoriekurse haben mich die Austauschreisen in andere Regionen motiviert, wo sie schon Biolandbau und Kleintierzucht ausüben. Heute haben wir fast keine Hungerzeiten mehr. Dank dem Hühnerhof und dem Gemüsegarten ist unser Alltag leichter geworden. Die Kinder sind besser genährt und ich kann sie sogar in die Schule schicken. Ich habe viel durch das Projekt gelernt. Nun gebe ich mein Wissen an andere Frauen im Dorf weiter. Wir haben eine Solidaritätskasse gegründet. So können wir zum Beispiel das notwendige Geld für die Schulausbildung unserer Kinder ausleihen und zu einem für uns guten Zeitpunkt zurückzahlen. Ich ermutige die Frauen auch dazu, ihre Produkte zu angemessenen Preisen auf dem lokalen Markt zu verkaufen. Ich zeige ihnen, wie sie mit dem, was sie anbauen, gute und günstige Mahlzeiten kochen können. Die Frauen hören mir zu und respektieren mich. Sie haben gesehen, dass meine Tätigkeiten unseren Alltag wirklich erleichtert haben. Dieses Wissen gebe ich gerne weiter.